Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin, liebe Gäste, die Situation im Wald ist in vielen Regionen in der Tat dramatisch. Das dokumentiert auch der gestern vorgestellte Waldzustandsbericht aus meinem Bundesland Brandenburg. 37% der Waldfläche sind deutlich geschädigt. Das ist gut ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Nur noch 14% aller Probenbäume zeigten keine Kronenschäden. Diese Situation übertrifft übrigens noch den Anfang der 90er Jahre beschriebenen Waldsterben wegen Luftverschmutzung. Die Lage ist also wirklich ernst. Dabei hatten wir noch 2014 die Ergebnisse der dritten Bundeswaldagentur, Waldinventur, positive Nachrichten gegenüber dem Berichtszeitraum 10 Jahre zuvor verkündet. Der Anteil der Laubbäume war gestiegen, die Wälder waren vielfältiger und naturnäher strukturiert, die Waldfläche war konstant geblieben, davon kann man bei landwirtschaftlichen Flächen nur träumen. Und es war mehr Holz nachgewachsen, als genutzt wurde. Die Ende 2011 verkündete Waldstrategie 2020 schien also auf einem guten Weg. Und auch der heute ebenfalls vorgelegte turnusmäßige Waldbericht für die Jahre 2009 bis 2017 liest sich heute wie aus einer anderen Welt. Denn nach mehreren Orkanen, 2 Dürrejahren und Waldbränden mit nicht gekanntem Ausmaß ist nichts mehr, wie es war. Zumal die geschwächten Wälder auch noch gefundenes Fressen für diverse Forstschädlinge sind. Im Ergebnis ist also der scheinbar gerade erst gerettete Wald, heimische Wald, nun wieder in Gefahr. Und es war in beängstigender Geschwindigkeit. Ich bin mir leider überhaupt nicht sicher, ob wir dieses Mal die Ursachen wirklich schnell genug behoben bekommen. Denn es ist auch eine Ursache ist auch der beginnende Klimawandel. Und dem Wald droht, dass er jetzt die Zeche zahlt für unseren Lebensstil. Und deshalb ist ein einfaches Weiter-so keine Option. Wer den Wald schützen will, muss zwingend das Klima schützen. Und es gilt auch umgekehrt. Wer das Klima schützen will, braucht zwingend den Wald, und zwar nicht nur in Brasilien. Deshalb muss jetzt auch schnell gehandelt werden und leider auf sehr vielen verschiedenen Baustellen. Denn das gehört auch zur Wahrheit. Der Wald muss jetzt die Probleme ausbaden, die über längere oder kürzere Zeit einfach ausgesessen wurden. Spätestens seit dem Frühjahr ist die dramatische Entwicklung völlig klar. Die Linke hatte deswegen ein Sofortprogramm, Hilfsprogramm beantragt. Leider wurde das vor der Sommerpause noch abgelehnt. Verschenkte Zeit, denn die Maßnahmen, die unstrittig sind, könnten längst auf dem Weg sein. Aber gut, nun kommt relativ viel Geld. Ob das ausreichen wird, werden wir sehen, aber es muss eben auch schnell kommen und nicht nur im Interesse des Waldes, sondern auch, weil ohne schnelle Hilfe viele Klein- und Kleinstwaldbesitzerinnen und Besitzer möglicherweise ihren Wald verkaufen müssen. Wer also weiter ein breit gestreutes Waldeigentum möchte und sichern will, der muss jetzt zwingend zügig handeln. Der erhöhte Fördersatz für den Waldbesitz von 90% für den Waldbesitz unter 20 Hektar ist ein richtiges Signal. Aber dass alles vorfinanziert werden muss, konterkariert dieses richtige Anliegen. Und ohne einen Paradigmenwechsel in der Personalpolitik wird eben auch der Wald nicht gerettet werden. Denn der Personalabbau über viele Jahre hinweg bei den Forstleuten gehört in das Sündenregister der Vergangenheit. Und der Wald braucht mehr und gut ausgebildete Forstleute, und sie müssen anständig bezahlt werden. Die vielen sterbenden oder toten Bäume sind aber auch ein großes Unfallrisiko. Die Berufsgenossenschaft hat gerade Alarm geschlagen. Auch deshalb brauchen wir für das viele Totholz Antworten. Es ist natürlich ökologisch wichtig und zwingend für den naturgemäßen Wald. Aber Unfall- und Brandrisiken müssen eben auch vermieden werden. Gleichzeitig muss das zusätzlich anfallende Holz verwertet werden, am besten als Baustoff. Aber auch bei diesem Thema sind wir meilenweit hinten an. Insbesondere bei den Bauordnungen muss hier dringend die Bauklötze gelockert werden. Aber auch die Holzindustrie ist aus meiner Sicht dringend in der Pflicht. Sie kann nicht weiter immer nur Nadelholz verarbeiten wollen, wenn aus ökologischen Gründen der Umbau zu Mischwäldern notwendig ist. Aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance, solange wie sie nicht eine Katastrophe wird. Also, wir müssen dafür aber auch trotz des erheblichen Zeitdrucks wichtige Weichenstellungen und Neuausrichtungen vornehmen. Wälder zum Beispiel mit nur einer Baumart und einer Altersklasse sind eigentlich Baumplantagen und erhöhen das Risiko von Großschadenslagen. Aber welche Baumarten werden in welcher Mischung den zukünftigen Herausforderungen eigentlich gerecht und gewachsen sein?
Offensichtlich ist selbst die Forstwissenschaft überrascht, welche Baumarten doch nicht so hitze- oder trockenresistent sind, wie vermutet. Die Forderung nach standortangepassten Mischwäldern ist und bleibt selbstverständlich richtig. Aber was heißt denn das konkret? Und angesichts der hohen Schalenwildbestände stellt sich jetzt noch dringender die Frage, wie man denn den so wichtigen Baumnachwuchs vor dem Verbiss schützt. Ohne zumindest zeitweise andere Jagdregimes wird das nicht funktionieren. Und alles Zäunen ist ja schon finanziell keine Option. Laut Waldstrategie 2020 sollte in einem breiten Dialog ein neues Leitbild Jagd erarbeitet werden. Ich habe seitdem nie wieder was davon gehört. Und die angekündigte Novelle zum Bundesjagdgesetz liegt auch nicht vor. Ja, ich weiß, das ist ein heftig diskutiertes Thema und die Wildforschung ist leider auch ein vernachlässigtes Gebiet. Aber es gibt Beispiele, auch in Brandenburg zum Beispiel, wie das funktionieren kann. Wissens- und Erfahrungstransfer ist also möglich und auch dringend nötig. Nur eins geht auf gar keinen Fall. Einfach so weitermachen und aussitzen. Vielen Dank. Kirsten Tackmann für die Linksfraktion. Der Bundestag diskutiert über Waldschutz und Waldbewirtschaftung.